Moin Moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Runde Kettle and Crops. Kettle and Crops, wie auch immer. Wir versuchen jetzt heute hier mal zu schauen, das ist irgendwie so ein kleiner Tank hier, ich weiß nicht genau, was uns das bringt. Hier haben wir eine Leiter, die wir ein- und ausfahren können. Also richtig cool. Achso, und jetzt klappt er sie hoch. Und so klappt er sie runter. Guck mal, dann kann das natürlich sein, weil das Spiel... Genau. So, jetzt haben wir gekauft, oder was? Hä? Ja, jetzt ist sie voll. Das ist doch auch... merkwürdig. An sich aber sonst ein schönes Gefährt. Mit der wollen wir heute arbeiten. Ich drücke mal Taste N, dann kann der Helfer wieder für uns hinfahren. Sparen wir uns den Weg, sparen wir uns die Arbeit, gucken uns das einfach nur ein bisschen an und überlegen nochmal so ein bisschen grafiktechnisch, ja. Schon nicht schlecht. Aber auch hier natürlich schon mal zur Info, grafiktechnisch, Nordfriesischer Marsch 1.5. Wird da auch mal wieder einen kleinen Sprung nach vorne gehen. Ich habe neue Texturen. In der Let's werde ich natürlich auch noch mal erzählen, aber ich erzähle es hier in Kettle & Crops auch, weil, wie gesagt, für mich ist das beides Landwirtschaftssimulator. Wie es heißt, ist es egal. Also, es wird ein paar neue Texturen geben für die Fruchtsorten. Vor allen Dingen Mais wird meiner Meinung nach am deutlichsten aufgewertet. Aber auch Sonnenblumen, Weizen, Gerste, Sojabohnen, Kartoffeln, Zuckerrüben erhalten die Texturen von den Forgotten Plants. Dementsprechend sieht alles ein bisschen schicker aus. Auch gibt es einen dynamischen Himmel künftig auf meiner Karte 1.5. Eine Tankstelle auf der, Holzindustrie und so. Also ich habe tatsächlich auch hier neben Kettle & Crops Daddeln nochmal ein bisschen Zeit gefunden, schon mal Fehler zu beheben. Auch die bösen Kollisionsmauern bei der Futterfabrik sind weg. Zusätzlich sind neue Kollisionsmauern bei dem Keilsilos bei BGA Süd. Wenn euch noch weitere fehlende Kollisionsmauern bekannt sind in Silage-Silos, ruhig nochmal natürlich bei LS oder so in die Kommentare posten oder auch hier, dann kann ich da nochmal drauf eingehen. So, soviel dazu. War doch jetzt ganz passend. Wir gucken mal, sind jetzt wahrscheinlich gleich am Feld angekommen. Mit dieser Spritze wird es natürlich auch ein Kinderspiel werden, unsere kleinen Felder möglichst zügig zu bearbeiten. Schnelleres Wachstum, besseres Geschäft, fahre zu Feld 3. Feld 3 war unser großes Feld, ne? Da sollen wir später wahrscheinlich auch noch Mais häckseln. Wenn wir das geschafft haben, dann muss man ja auch tatsächlich bald schon sagen, war es das. Mit Kettle and Crops, weil alle Felder noch neu anpflanzen, nur um hier Mais zu machen ohne Ende, macht irgendwie noch keinen Sinn. Macht man später irgendwann, wenn es ein vollwertiges Spiel ist. Das Einzige, was ich mir noch mal vorstellen könnte, dass wir noch mal ein bisschen mehr Kredit aufnehmen und uns noch mal den größeren Glas kaufen, nur um zu gucken. Meckert er jetzt, weil er im Weg ist? Kann er nicht vorbeifahren? Wir können. Gucken auch, wie der Verbrauch ist, weil da finde ich, fehlt mir natürlich jetzt auch so eine Möglichkeit am Hof, oder? Dass wir am Hof Saatgut einlagern, am Hof auch Dünger kaufen können oder meinetwegen im großen Stil Dünger kaufen und dann auf dem Hof zwischenlagern. Ganz, 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 ganz viele Sachen hier, was eigentlich ein Must-Have ist. Das heißt, das Schöne ist natürlich die Detailtreue, die schönen. Schönen Fahrzeuge, definitiv. Finde ich, ist eine gute Textur drauf, ist auch schön modelliert, detailreich. Optisch gesehen, jo, passt. So, genau. Ah, hier, sehen wir doch. Unser Mais wächst schon. Und hier ist ein bisschen Unkraut an den Seiten. Wer denn hier so schlecht angepflanzt? Oder es lädt erst mit der Zeit nach? Oder was? Ich muss ein bisschen näher ran, ein bisschen. Ja, okay. Das ist natürlich eine super kurze Distanzeinstellung. Hinten sehen wir gar nichts auf dem Feld. Das geht auch nicht. Das ist echt ein bisschen unglücklich. Warte mal. Einstellung. Grafik. Auflösung.
Filterung Sichtweite hier. Sichtweite müssen wir mal ein bisschen weitermachen. Oder? Vegetationsrenderdistanz. Dichte, Ausdehnungsbeginn. Nein, nicht so früh ein Ausdehnungsbeginn. Ach, hier kann ich keinen ändern. Na doch, speichern. So, mal gucken, ob das Ganze jetzt ruckelt ohne Ende, weil dann ist es nicht brauchbar. Das muss man so ein bisschen versuchen. Kann auch sein, dass das ganze Spiel abschmiert. Seid ihr wieder live dabei und jetzt haben wir gerade einen schönen Ladebalken. Kann auch sein, dass es mein Rechner nicht... Anti-Aliasing-Qualität. Mein Rechner nicht schafft. Meine GTX 79 MSI Gaming. Okay, er hat doch irgendwas gemacht. Ah, sieht schon anders aus. Ist aber auch ruckeliger geworden. Und dann ist zu viel Bewegung im Feld, ne? Na egal. Wir klappen erstmal das Gerät aus. Ich mache das nochmal wieder ein bisschen in den Einstellungen. Aber wir wissen, dass man kann es einstellen. Vegetationsdichte. Wenn das jetzt wieder 3 Stunden dauert, aber ist dann so. Ah, okay, ging schneller. Ja, das war auch in Ordnung so. Klappt mal schön aus, der Gerät. Also gucken, fahren wir jetzt unsere Frucht eigentlich wieder kaputt? Ja, ne? Theoretisch müssten wir, genau, fahren wir jetzt unsere Frucht wieder kaputt. Na, klappt mal ganz aus. Und dann heißt es anschalten, wa? Ja, sehr schick. Fährt zu schnell. Immer noch zu schnell. Also wir sehen, Fruchtzerstörung ist drin. Da schon mal in Ordnung. Bodentexturtechnisch verändert sich nichts. Also hier sehen wir nicht, wo wir schon waren oder wo wir nicht waren. Das ist natürlich fies. Das ist natürlich höchstens auf unseren Spuren, ne? Ich fahre jetzt mal raus auf dem Feld. Auch so, dass es dann... Ah doch, man sieht's. Wenn man genau hinguckt, sieht man's. Ist aber heftig schwierig zu erkennen. Und hat natürlich auch echt eine Breite hier. Hier, ne? Aber trotzdem finde ich, das ist gelungen. Dieser Sprüheffekt finde ich auch von der Reihenfolge, ne? Dass nicht sofort alles an ist, sondern dass sich aufbaut von Mitte nach außen oder wieder von außen nach Mitte, je nachdem, ob man an oder ausmacht. Ich würde es mal versuchen, einfach mal ein bisschen gerade Linien zu behalten. Cool auch, lustig. Ein kleines, nices Gimmick sozusagen hier, dass sich die Maispflanzen verbiegen. Und dann wieder zurechtbiegen in die richtige Richtung. So, ich bleib jetzt hier zwischen. Fahren wir die eine nämlich hier weg. Sehen wir schon mal so ein bisschen die Textur von dem Mais. Ich gehe mal wieder auf Anzeige. Dann sehen wir nämlich gleich, dass wir das Feld, obwohl ja, das switcht wahrscheinlich gleich um, ne? Aber da werden wir auch einiges zu tun haben hier in Maishäckseln. Das ist ja schon mal absehbar.
So ungefähr. Da sieht man schon so ein bisschen jetzt das Wasser oder das Gift auf dem Feld sogar stehen. Wie viel streuen wir denn hier? Oder sprühen. Streuen ist es nicht. Sprühen. Ich dachte, vielleicht können wir da noch irgendwie an diesem Auslieger was ändern in der Höhe. Aber hier muss ich sagen, hier funktioniert zumindest wieder alles. Bisher, toi toi toi, mit der Liquid Fertilizer. Mit der Dammann, Landcruiser, kein Problem. Dann sollen wir schon wieder zum Fahrzeughändler fahren. Ich bin noch gar nicht fertig. Scheinbar müssen wir wieder nicht fertig machen, ich weiß es nicht. Das ist ein bisschen komisch, diese Mission. Ich weiß noch hier einmal hoch und zurück. Dann fahren wir zum Fahrzeughändler. Und schauen, was uns da erwartet. Vielleicht der größere Traktor. Machen wir mal hier den Standard, eigentlich typischen Infeldwender. Ja, nicht besonders schön die Spuren, die wir reinfahren, ne? Oh, es dauert noch ein bisschen, bis unser Feld dann hier erntereif ist, aber also das muss man tatsächlich sagen, wenn man das so sieht, da sind Welten zwischen, ne? Zu unserem LS, zu hier, diese Optik mit diesen Spuren im Boden, mit denn dieser Maistextur, die Bodentextur, das sieht schon echt real aus, richtig gut. Vorne der Düngerstreuer, doch, muss man klar sagen, da ist wieder eine Sache, die wir positiv hervorheben können, eindeutig. Wollen ja nicht nur kritisieren und meckern, sondern auch wieder ein bisschen tolle positive Sachen hervorheben. Wieso sollen wir eigentlich zum Fahrzeughändler? Ich will jetzt hier nicht meinen. Nee, warte mal. Ich will jetzt hier nicht mein Gerät wieder abgeben. Das ist aber meins. So, jetzt kommen wir hier durch. Er rechnet ja schon immer den kürzesten Weg ziemlich schnell aus. 68%, wenn ich das richtig sehe, hätten wir noch drin gehabt. Hier die Biogasanlage, da sollen wir bestimmt später Mais hinliefern, wa? Ich habe gesehen, die erste leere Map gibt schon hier für Kettlang Crops, also noch keine fertige Mod-Map oder sowas, aber eine leere Karte, die ich jetzt nur noch mal gucken muss, wie ich sie in diesen Editor reinkriege, weil, wie gesagt, ich will mich ja ein bisschen da reinfuchsen und vielleicht in anderthalb Jahren, wenn es ein vollwertiges Spiel ist, auch eine Karte zu haben, die mir selbst Spaß macht, nicht die Standardkarte. Weil wenn ich denn erst anfange, mich mit dem Modding auseinanderzusetzen, ist der Zug vielleicht schon abgefahren. Aber ich glaube auch, der Zug generell ist in diesem Modding-Bereich ein bisschen abgefahren, weil irgendwie gibt es schon ein neueres Programm, ne? Aber so richtig drin stecke ich in dem Thema noch nicht, deswegen weiß ich noch nicht. Ich will noch nichts Falsches erzählen. Aber ich glaube, das Programm, worauf diese Map Programmierung basiert, wird schon gar nicht mehr weiterentwickelt, ist eingestellt. Nicht so wie Giants Editor, wo es alle paar Jahre, Monate, was auch immer, eine neue Version gibt. Glaube ich, gibt es von diesem Map Editor keine direkte neue Version mehr. Das ist natürlich unglücklich. Wenn man sozusagen so eine Software mit drin hat, die dann alt ist und nicht mehr unterstützt wird und nicht mehr verbessert wird. Aber warten wir ab. Also, wir fahren jetzt noch zum Fahrzeughändler, gucken da nochmal, was uns erwartet.
ja gleich da. Ich will auf jeden Fall die Spritze behalten. Ansonsten hätte ich sie mir ja auch gekauft. Wir haben ja genug Geld. Hänge den damaligen Landcruiser ab. Ja, mach ich. Okay. XP, 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 XP. Sie haben Hunger. Payday. Achso. Kredit, Kauf. XP, 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 XP. Was, die Tiere schon wieder? Oder was will er uns damit sagen? Ich weiß es nicht. Wir gucken nur noch mal kurz rein. Aber das natürlich, wir werden das erst dann morgen machen. Tierfütterung 2. Stoppen Double. Schnelles Wachstum, besseres Geschäft. Regelmäßig gefüttert werden. Na, schon wieder? Hier mein Kalender. 14. Mai. Was auch immer das genau heißt. Hier für morgen können wir uns was reinpacken. Fahrer hinzufügen. Feldbearbeitung. Fütterung. Einstellung Silo. Maize-Silo. Stall hinzufügen. Bahn. Ich weiß ja nicht welche. Okay, sich wiederholende Aufgabe. Und das soll natürlich hier Herr Jakob machen. Okay. Da darfst du den nehmen. Und. Okay. Aber das. Nee, das funktioniert auch nicht so richtig. Aber ist eine ganz. Ich glaube, wenn man das macht, cool. Da kann man also sozusagen den Helfern sagen, hier, du sollst jetzt morgen das Feld bearbeiten, grubbern. Und der andere soll meinetwegen an dem Tag das machen. Was weiß ich. Cool. Also der Händler nochmal, um zu schauen. Hier, ne? Der Class Jaguar, 400.000 Orbis Motorleistung. Also damit werden wir bald noch häckseln. Ansonsten, hier sind die Abfahrer, das sind Viehtransporter. Noch ein kleiner Flug, das hatten wir alle schon. Hier den Gülleaufsatz kennen wir auch alle schon. Dann muss ich sagen, haben wir bald alle Geräte, Fahrzeuge hier einmal durch. Den will ich noch gerne haben. 255.000, damit wir uns den dann nochmal anschauen, wie das ist. Da müssen wir einfach noch ein bisschen Kredit für aufnehmen. Zum Not verkaufen wir unsere. Ah, können wir jetzt mehr haben? Haben wir irgendwie. Ja, wahrscheinlich durch Level. Level 2 sind wir ja. Farm Cooperative. Animal Trader. Biogas Plant Man. Savage Plant. Harbor. Distanz zu Fuß und so weiter. Ja, soll erstmal reichen. Danke fürs Zuschauen. Mit einem Like unterstütze mich natürlich. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Bis dann und tschüss.